Die Sonne lacht. Also, ich meine natürlich bei Super Mario Sunshine. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Sunshine, wo wir uns gerade befinden. Der zweite Part. Und an der Stelle möchte ich mich erstmal für die Resonanz auf den ersten Part bedanken. Es sind super viele Kommentare da. Also ich wollte eigentlich jetzt gerade kurz die Kommentare überfliegen, hab aber gesehen, Alter, das ist so ein Berg an Kommentaren. Von daher, dicke, dicke Liebe geht an der Stelle raus. Holy shit, ich freue mich riesig. Leider kann ich noch nicht auf so viel eingehen, weil ich kam jetzt einfach zeitlich noch nicht dazu. Aber für den dritten Part werde ich das definitiv machen. Wie komme ich denn hier rein? Das wurde mir unter anderem gesagt, dass es hier auf der Overworld halt super viel zu entdecken gibt. Auch super viel, was man irgendwie so fürs, für den Verlauf des Spiels braucht, ne? Also es gibt 120 Insignien, habe ich jetzt so verstanden. Kommt mir sehr bekannt vor. Wenn ich so ein bisschen, wir gehen erstmal in das Level hinein, das wäre, glaube ich, sinnvoll, ne? Wenn ich so ein bisschen über Mario 64 nachdenke. Aber es gibt auch super viele dieser blauen Münzen. So, Monte Bianco, Kapitel 2, nieder mit Mutant Tyranna. Rein geht's! Tyrannia. Tyranna? Tyrannia? Irgendwie so auf jeden Fall. Von daher, auf geht's nach Monte Bianco. Klingt wie so ein Moneyboy-Track. Naja, dann werden wir das mal probieren, ne? Und es gibt, wie gesagt, in jeder Welt 100 Münzen, die man sammeln kann. Oder sammeln sollte. I don't know. Dann gibt's wahrscheinlich auch einen Insignie. Weiß nicht, wenn ich jetzt Müll labere, bitte verbessert mich. Wie gesagt, im dritten Part habe ich auf jeden Fall irgendwie alles überflogen. Aber ich freue mich einfach riesig. Einige entdecken das Game tatsächlich mit mir auch neu. Ich habe eh manchmal das Gefühl, wenn ich mir so die 3D... Wow, hier kommt man aber sehr hoch. Wenn ich mir die 3D-Marios reinziehe, dass Sunshine so das am wenigsten beachtete Game ist. Also nur so vom Gefühl als Außenstehender her. Deswegen war es für mich irgendwie auch komplett neu, dieses Game jetzt einfach so random zu starten. Aber ey, umso gespannter bin ich dann im Endeffekt, mir so ein eigenes Bild hier rüber zu machen, ne? Und by the way, ich hatte ja Probleme, so diese Piranha-Pflanze. Oh, das war so dumm. Benutzt die Schwebedüse vor Abgründen, ja. Mache ich jetzt. Sollte ich jetzt machen. Versuche ich zumindest, ne? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Genau, Piranha-Mutantenpflanze. Diese Pflanze auf jeden Fall, der wir begegnet sind. Wenn der Mund offen ist, soll man schießen. Darauf habe ich ja gar nicht geachtet irgendwie, ne? So, das funktioniert. Okay, das funktioniert auch recht gut. Weil diese Düse schwebt ja nicht ewig. Das finde ich relativ schade. Aber wäre wahrscheinlich auch ultra OP an der Stelle, oder? So, mal gucken. Warum wirft dieses Ding eigentlich hier Schlamm runter? Was soll der Mist eigentlich? So, dafür müssen wir jetzt erstmal für Recht und Ordnung sorgen, wie der deutsche Staat. Ach, über das Thema fange ich jetzt nicht an, weil ansonsten rante ich wieder ab. Es gibt aktuell so ein Trigger-Thema wieder. Ne? Thema Steuern ist ja immer so ein interessantes Thema. Und ich habe letztens einen sehr interessanten Brief erhalten, wo ich mir so dachte, Alter, wofür muss ich eigentlich noch alle Steuern zahlen, ne? Aber das ist ein anderes Thema, das lasse ich jetzt einfach mal so, wow, stecken. Bro, was geht denn bei der ab? Uh-oh. Oh nö, mach doch nicht diesen! Really? Mario, ja, probiere hier die Schwebedüse. Ja, Meister, ja, aber ich habe hier halt nirgendwo Wasser. Digga, der Schlamm kommt ja nach. Crazy. Kann es sein, dass der Schlamm so runter slidet? Das wäre... Achso, warte mal. Ah, cool. Damit können wir Wasser wieder aufladen. Sehr schön. Wäre schon eine kranke Challenge gewesen, ne? Mario, nein, 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 nein! Och nö! Mario Sunshine durchspielen ohne Wasser. Wow, David, erzähl mir. Wow, mehr. Beeindruckende Hase an der Stelle. Die drei Münzen nehmen wir einfach so für den Flex mit. Vielleicht klappt es ja jetzt, bitte. So, drei Sprünge müssten ja normalerweise auch möglich sein, ne? So, wir probieren erstmal so ganz langsam hier rüber zu gleiten. Sehr schön. Das ist ein bisschen schwieriger, habe ich so im Gefühl. Ja, sehr schön. Was geht bei dir eigentlich hier oben, Meister? Kannst du uns mit den Pflanzenmutanten dort oben helfen? Du bist unsere einzige Hoffnung. Ich weiß, dass es nicht angenehm ist. Hilfst du uns? Na klar, oh Junge. Warte mal, erstmal mache ich das hier weg. Ups, nee, warte mal. Was soll das hier? Ah, eine blaue Münze. Das sind die Dinger. Sichern und fortfahren. Yes. So, keine Ahnung, wie viele es davon jetzt gibt. Ich habe die Zahl auch am Rande irgendwie gelesen, aber mitnehmen, was geht. Hallo, Mühle. Dankeschön. So, dann probieren wir mal hier irgendwie nach oben zu sliden. Ich denke mal, wir können das ähnlich machen wie in Mario 64.
Die 100% sind die deutlich schwieriger, wurde mir gesagt. Einfach aufgrund super vieler Dinge, die man so beachten muss. Guck mal, da unten ist auch so ein Dude. Da kann man bestimmt später auch noch hin für die nächste Insignie. Oder für den nächsten Schein, was auch immer. Dass wir pro Part irgendwie probieren 4. Nein! Oh Mann, oh, warum bin ich denn so blöd? Ja, die Steuerung, die wird mir auf jeden Fall noch sehr viel Spaß machen. Die wird mir noch sehr viel Spaß machen. Ich wollte einfach rübergleiten, hat nicht so ganz funktioniert, weil ich ja vergessen habe, die Düse umzustellen. Die Düse wird unser bester Freund. Aber guck mal, das Game fühlt sich auf jeden Fall besser handelbar an als 64 mit den Sprüngen. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, eine bessere Steuerung hier zu haben oder eine bessere Kontrolle. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Hey, was geht, yo? Wow! Oh, das erinnert mich böse an Mario Galaxy. Da war der erste Gegner ja auch so eine Piranha-Pflanze. Oh, ist das schön. Geht's dir gut, Bro? Ich glaube nicht. Wow, wo sliden wir jetzt hier rein? Ach du heilige Makrele. Ja, das kann ja nur gut werden, oder? Aue! Okay, mal gucken, wie wir das Ding jetzt besiegen. So, hier mit R können wir ja steuern. Also, gib auf den Schleim acht. Wasser los. Ja, probiere ich. Aua, ja, ich glaube, wir werden hier öfter... Ah, immer wenn das Ding seinen Mund öffnet. Okay, aber wir müssen währenddessen dann aufpassen. So, Frage ist natürlich auch, wie wir unser Leben mit Münzen. Okay, Frage beantwortet. Ja, das wird jetzt halt heavy werden, ne? So, öffne nochmal deinen Mund, bitte. Digga, das Ding dreht sich immer weg. Warum? Yes, Schluck Wasser. Boing. Und da muss ich drauf jumpen. Oh nein. Ja, mit einer Stampfattacke. Tja, das passiert, wenn man zu viel Wasser trinkt, Freunde. Ne, Kinder, trinkt nicht. Nein, Spaß beiseite. Trink genug Wasser am Tag, aber übertreibt es nicht. Weil tatsächlich zu viel Wasser ist auch nicht gut. Hier, Speedrun. Wie kann man das Game eigentlich speedrun? Ich will das direkt machen, Kappa. Da gibt es ja bestimmt auch sehr krasse Rekorde oder so, ne? Kippt das Ding jetzt schon um? Wir sind echt gut unterwegs. Geil, wie wir darauf rumklettern. Sehr cool. So, du verschwindest mal an der Stelle, okay? Und du gibst uns jetzt mal wieder ein bisschen dein Mündlein, ne? Mach mal deinen süßen Mund auf. Mach ihn auf. Ne, Zeit fürs Mittagessen oder hör damit auf, verdammte Kacke. Aua. Yeah, so nicht anders. Bam, dann haben wir es. Ich denke mal, das Ding wird auch nicht mehr als 3 Leben haben, oder? Yes, we have it. Das klang sehr gut. Die Musik hat aufgehört. Alles ist wunderbar. Und wenn diese Gegner nicht mehr aufkreuzen, alles easy. Hallo? Ja! Oh! Hilfe, da ist das zweite Ding. Geile Meile. Geil. So, da ist das Ding. Sehr schön. Ah, das ist cool. Das feiere ich gerade mega. Und mir fällt gerade auf hier mit dem Greenscreen. Man sieht, das ist wieder so unschön, finde ich. Das ist jetzt ein Ticken schöner. Wahrscheinlich wird es keinen stören, aber mich persönlich stört es immer. Geil. Sehr, sehr schön, Mann. War bei mir. Ey, ohne Witz, voll cool. Ich mag den Vibe vom Game. So, was ist unsere nächste Mission? Ich würde eigentlich noch gerne die nächste Insignie da suchen. Bevor ich jetzt dahin slide, weil ich habe, glaube ich, schon was anderes gesehen, so an Hinweisen. Junge, Mario ohne Mütze. Einfach nice. Ich will da nochmal rein. Weil ich habe da in der Ferne so einen Inselbewohner gesehen. So übers Wasser. Monte Bianco, das Geheimnis der Hügelhöhle. Ja, ich glaube, das ist sogar die Höhle, oder? So. Yes, I knew it. Oh nee, das ist sogar eine andere. Das ist gar nicht das, was ich gesehen habe. Oh. Dann widmen wir uns mal dem nächsten Geheimnis hier. Oh, das ist so geil, Mann. Ich feiere den Vibe. Spürst du diesen Vibe? So, ich mal gucken, wie schnell ich auch mit der Steuerung klarkommen werde. Guck mal, wenn ich in der Luft bin, kann ich sogar noch gleiten. Das ist cool. Frage ist jetzt nur, wie komme ich da oben hin? Wahrscheinlich wieder mit diesen Bändchen, ne? Mit denen da vorne, yes. Boah, ich erinnere mich tatsächlich so minimal an den Stream damals. Und jetzt einmal bitte hoch, okay? Nee, einmal hoch. Kannst du dich normal...
Mann, ich will das nicht drücken. Ich drücke mal aus Versehen. Vielleicht so? Nee. Warte mal. Ja, genau. Genau. Den Step wollte ich jetzt gehen. So, dann einmal wieder ein Wandsprung, der nicht funktionieren wird. Warte, da müssen wir nach oben. Gibt's vielleicht irgendwo einen anderen Weg oder so? Mario, halt dich an mir fest! Yeah! Boah, ich werde wahrscheinlich so einen unnötigen Weg gehen und da gibt's einen viel einfacheren Weg. Naja. Achso, ja, einmal festhalten, danke. Dann will ich hier rüber. Junge. Das ist ein Abenteuer, ich sag's wie es ist. Wer kam bei Nintendo eigentlich damals auf die Idee? Wow, was ist hier getriggert worden? Der Wandsprung ist auch schon mal deutlich besser als ein 64. So, da müssen wir hoch. Da war ja irgendwo die Höhle. So, einmal rüber. Oh, knappe Kiste. Aber kein Problem für den Sunshine Pro, ne? Ja, die Steuerung finde ich viel nicer. So, jetzt im zweiten Part komme ich schon so minimal rein. Also hier war das doch irgendwo, oder? Was ist hier hinten zum heiligen Banius? Warum ist das so ganz random eine Plattform unten? Kann man hier hoch? Kannst du dran klettern? Natürlich nicht. Also da müssen wir irgendwie hoch. Oder? Bro, wo ist der Eingang? Ist er da irgend... Ja, Mann, kann ich die Kameraperspektive nicht besser drehen? Achso, lol. Hier, man kann... Hä? Ich check gar nichts. Nein, ich will so einen Drehsprung machen, Mario. Oder ich will keinen Drehsprung machen. Auch voll in Ordnung. Das entscheidest du jetzt. Ach, da hinten ist die Höhle. Warte mal, da gehe ich gleich hin. Aber was ist hier? Ich will da erstmal hin. Ich bin neugierig. Oh oh. Arrivederci. Als ob da der Tod auf uns wartet. Hä? So random? Als ob ich dann komplett rausgeschmissen... Ach, du kannst auch Game Over gehen. Ich hoffe, das ist nicht brutal in dem Game. Na gut, in 64 war es auch nicht brutal. Deswegen denke ich mal nicht, dass es hier brutal ist, ne? Geheimnis der Hügelhöhle. Crazy Bird. Sie sagt, ich bin Crazy Bird. So, okay, wir haben uns jetzt die Koordinaten ganz grob gemerkt, wie man da hinkommt. So, dann werde ich mal diesen Weg auch reinsteppen. Steppen. Yippie-yay, Schweinebacke. So, wait a minute. Digga. Ich find's immer kritisch. Ich sag ja relativ häufig Digga. Das ist ein Wort, sage ich halt Retalk nur auf YouTube und zu Freunden. So im normalen Sprachgebrauch mit anderen nie. Das nennt sich Code Switching, by the way. Das ist dieser Fachbegriff dafür. Wenn du quasi deinen Sprachgebrauch abhängig von deinen Gesprächspartnern machst. Also kurze Erklärung. Du redest mit deinem Lehrer anders mit, als mit deinem besten Kumpel. Als mit deinen Homies oder mit deinen Freundinnen. Mit deinen Eltern redest du anders als mit deinen besten Kumpels. In den meisten Fällen, gibt auch andere Fälle, alles miterlebt. Nennt sich Code-Switching. Und jedes Mal, wenn ich Digger sage, ne? Wenn ich Digger sage, gibt's immer Leute, die sagen, hat er das N-Wort gedroppt? Hat er das N-Wort gesagt? Und ich denke mir so, Bro, hör doch einfach genau hin, hä? Was ist hier? Eine blaue Münze, cool. Ist sie jetzt zwischen der Mauer gespawnt? Bro, ich wollte eigentlich gar nicht so hardcore auf Entdeckungsjagd gehen jetzt hier. Hallo? Ist es hier? Ja. Hä? Ah, okay, Baba. Wo ist denn das? Hä, wo ist denn die Münze? Ich check gar nichts. Ich habe gar nichts gecheckt. Ich habe nur eine Bier getrunken. Kein Plan, wo das ist. Guck mal, das Kreuz ist sogar wieder da. Naja, scheiß drauf. So, wie komme ich denn da jetzt am effektivsten hier? Aua. Junge, von was werde ich eigentlich durchgehend beworfen, Alter? Oh, das war so stupid. Ja, es ist noch kein Schreckweg 2000-Meister vom Himmel gefallen. Aktuell noch nicht ganz. Kommt aber noch, alle sagen das. So, vorsichtig Mario, ich will nicht wieder Arrivederci sehen. Junge, das muss man aber erstmal hier beherrschen, ne? Hey Mann! Das ist so random!
Bruder, was, mit was für einer Wucht wird man hier eigentlich runtergeschmissen? So, den Wassertank erstmal auffüllen, ist richtig und wichtig. Ich frag mich, wieso das da oben, als ich auf dem Weg zur Mutanten-Piranha-Pflanze gewesen bin. Boah, das war geil. Da gab's so einen Wasserstrahl, das hat mich gewundert, dass man, also dass mein Tank dort direkt aufgeladen worden wurde. Ja, Bro, wie kommen wir denn da jetzt rüber, ohne runterzurutschen? Vielleicht darüber? Ja, wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ey, Bro, ich check nicht, wie man da nach oben kommt. Hä? Das ist halt ein komplett neues Mario-Erlebnis. Hier irgendwie rüber? Jetzt keine Ahnung, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mann, mir fehlt's irgendwie, dass Mario so im Wasser so hin und her springt, so nach oben. Zwischendrin zumindest mal. Genau, und jetzt steppst du hier bitte hin, okay? Ja, okay, das ist wirklich der Way to go. The one and only Ray. Okay, cool, das haben wir auch nochmal. Und jetzt hier. Yes, so. Junge, Junge, Junge. Allein das war ja schon eine riesige Geburt. Und wie komme ich jetzt hier nach oben? Hä? Ich check gar nichts mehr. Mit einem, ja, Dreisprung würde ich mal machen, ne? Junge, da muss ich ja meine Skill-Issues rausholen. Das ist der höchste Dreisprung, den ich je gesehen habe in einem Mario-Game. Boah. Digga, allein in diese Höhle zu kommen war gerade... Oh, nee, was tust du denn? War der größte Fiebertraum. Oh. Solche Abteile kenne ich. Oh, das erinnert halt böse an Galaxy. Holy. Sunshine hat irgendwie schon einige Galaxy-Referenzen, ne? Ey, wenn ich hier runterfalle, muss ich dann nochmal von vorne beginnen? Das wäre nicht cool. Ich sag's, wie es ist. Ah, sehr schön. Und Saccharino? Geil. Ja, also ich glaube, guck mal, allein dieses Level, das ist doch ein Galaxy-Level. Oh, yeah. Ja, guck mal, es wird mir wieder zugestimmt. Ich vergesse jedes Mal auch, die Alert auszuschalten. Ich denke halt immer an die Alerts, wenn ich halt einen riesigen Aufnahmemarathon habe. Aber aktuell, ich habe morgen wieder einen riesigen Aufnahmetag, also am Samstag. Und genau meine Angst ist gerade passiert. Ey, bitte lass mich wieder in der Höhle anfangen, okay? Danke. Aber ich habe nur noch ein Leben. Da hinten ist ein One-Up. Speichern die One-Ups? Ich stelle so viele Fragen, oder? Kein Problem, David. Wir bringen dich auf den Pfad der Tugend zurück. So, du kommst nun mal nach vorne. Right, Sir. Saccharino? Junge, dieser Drehsprung, mashallah. So, ich darf halt nicht zu schnell handeln. Aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem tun. Aha. Geil! Okay. Nein, nein, nein! Okay. Ja, Rild. Einfach rüberlaufen. Einfach rüberlaufen. Genau so, genau so. Boah, Digga, das hat's ja in sich. Das ist... Was passiert hier? Wer hat sich das denn ausgesucht? Überlegt. So, den One-Up würde ich gerne mitnehmen, tatsächlich. Achso, er schwebt hier rüber. Verdammte Kacke. Vielleicht sollte ich einfach stehen bleiben. Ah! Ah! Mein Gott. Mann, ich will doch nur diesen One-Up mitnehmen. Bitte. Der triggert mich hart. Das ist scheiße. Junge, dieser One-Up, der hat mich getriggert. Aber, ey, wenn ich jetzt wegen einem One-Up hier Arrivederci sehe, nicht mit mir. Bravissima! Bravissima! Das ist doch, ey, spielt das in Italien? Also, diesen Vibe habe ich zumindest hier. Beim Zitzitz-Zocken. Ja. Naja, dann werden wir mal zu diesem komischen Schleimding da mal rübersteppen, bevor wir da jetzt gleich weitermachen, ne? Geil, 4 Shines haben wir schon mal. Was ist denn hier los, Alter? Wenn ich schon hier zu verdonnert werde, ein bisschen Arbeit zu leisten, machen wir das vernünftig. Was ist denn das für ein Freizeitpark da hinten? Aua.
So, diesmal wissen wir, wie wir dich besiegen. Oder auch nicht. Oh, diese kleinen Sklaven von dem Ding, die nerven halt hardcore, ne? Genau, aber da kann man ja eigentlich nur mit ZR, ne? So, öffne deinen Mund. Yes, das ist das Timing. Jetzt habe ich es auch endlich gecheckt, wie das funktioniert, ne? Öffne nochmal deinen Mund für mich, genau. Ich habe nach oben gelenkt, ich check das nicht so ganz. Digga, dass hier auch so ultra viele dieser kleinen Mistviecher rauskommen, ne? Ja, ja, ich weiß, ändere dein Timing, ja, aber wenn das Ding hier so verschwindet, was soll ich denn tun? Okay, komm nochmal raus, bitte. Muss ich das Ding jedes Mal so rauslocken? Jetzt haben wir's, ne? Ah, guck mal, wie schnell das auf einmal geht, wenn man das Ding richtig bekämpft. I love it. Oh. Ja, ey, sorry, das steuerungstechnisch ist das Krebs. Ja, hallo, ich habe verstanden, dass ich fast dead bin. Oh, nee. Ich check's nicht, sorry. Ja, wieder zu spät. Und das Ding haut wieder ab, weil es denkt, ich bin kein Gegner, ne? Merke ich mir. Merk dir meine Fee. Aua! Ach, Bro, ich bin gleich tot. Das kann nicht sein. Weil ich hier immer nach vorne rutsche. Ich check's nicht. Wow, Digga. Ich war gerade so fokussiert darauf, dass ich einfach nicht mehr... Digga. Was ist das? Also, ich check's nicht. Also, heftig. Ich bin halt komplett damit überfordert aktuell, wie ich halt dem ins Maul schieße und währenddessen noch auf die anderen achte. Ich kann halt gar nicht einschätzen, wie viel Leben die so haben im Schnitt. Du haust einmal ab, bitte. Kurznachrichten. Ja. Aua, Mann, das meine ich mit diesen kleinen Dingern. Ich habe ja alleine schon Probleme, sein Kackmaul zu treffen. Manu, ich glaube, das wurde mir in die Kommentare geschrieben, dass es irgendwie möglich ist, auch vom Stand aus, also klar, das mache ich ja mit R, ne? Aber ist auch möglich mit ZR? Genau, so, jetzt haben wir ihn gerade getroffen. Wir haben ihn nochmal getroffen, sehr schön. Jetzt haben wir leider verfehlt. Wie viele Leben hat das Ding denn überhaupt, Mann? Mann, ich hab R gedrückt, aber jedes Mal komme ich in den Schlamm rein. Mann! Immer, wenn ich ein neues Mario anfange. Nur ein kleiner Timmy kommt da aus mir raus, Mann. Jetzt treff doch, Junge! Wie viel Leben hast du denn? Wenigstens eine Lebensanzeige wäre doch eine coole Idee. Ja, haben wir's. Bist du tot, Junge? Danke. Da ist das Ding. Kriegen wir jetzt ein Signier bitte für diese Leistung? Ultra cringe. Ultra cringe, wenn nicht. Junge, was seid ihr eigentlich für Panda-Bären? Hi. Benvenuto. Ich denke, du bist deswegen hier. Ja, sehr gut. Das bedeutet, du gibst mir 10 Münzen. Du musst leiden, das wäre Selbstmord, Digga. Okay, das ist natürlich eine vage Aussage hier an der Stelle. Nintendo, was sollte das damals? Früher, als man noch solche Witze droppen konnte. Schwierig. Sehr schwierig. Okay, ja, 10 Münzen brauchen wir, ne? Wo kriegen wir... Ich will das Ding ja unten irgendwie herbekommen, aber wo kriegen wir jetzt 10 Münzen her? Ich sehe nirgendwo Münzen. Die sind ja ultra rar hier. Alter, hätte ich jetzt Fallschaden bekommen. Ich wäre so sauer gewesen. Was ist hier? Kriegen wir irgendwie von den Ananasmünzen? Ich hab die... Hä?
Was bringt's mir, wenn ich eine Ananas wegmache? Gibst du mir Münzen? Hat jemand 10 Münzen für mich? Ich will mal 10 Münzen auf der Overworld finden. Hast du Münzen? Wie bekomme ich denn Münzen? Ja, in den Leveln, ne? Aber... Hä? Was geht bei diesen Türstehern? Es muss doch hier irgendwo random Münzen auf der Overworld geben. Oder muss ich jetzt aus dem Level Münzen mitnehmen? Ah! Na, sieh mal einer an. Da haben wir unsere ersten 6 Münzis. Geil. Ah, mit Y tauche ich ab. Okay. Kann ich auch ersticken? Ah ja, tatsächlich ja. Kann ich auch ersticken, Freunde? Das sind die Fragen aller Fragen. So, wo mehr Münzen? Digga, ich dachte, Münzen regenerieren die Gesundheit. Todi, kannst du mir 4 Münzen auf Kredit geben? Ich zahle dir das auch irgendwann zurück, wenn ich wieder liquide bin. Vor langer Zeit haben auch Yoshis auf dieser Insel gelebt. Damit hast du nicht meine Frage beantwortet, Toad. Wollte ich dir nur mal so am Rande gesagt haben. Digga, es gibt ja ultra viel auf der Overworld zu entdecken. Na gut, 6 haben wir schon mal. Wir haben gesehen, es gibt auf jeden Fall schon mal welche im Wasser. Das ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Anfang an der Stelle. Kann man mal so sagen, nicht wahr? Ey, yo, 4 Münzen irgendwo auf dem Bazar? Ich verkaufe auch meine Seele dafür, okay? So, was passiert, wenn ich das jetzt wegspritze? Bro, diese blauen Münzen, die irgendwo anders auf der Insel rauskommen, ne? Wer hat sich das ausgedacht? So, Peach, was geht bei dir, meine Schöne? Ja, ich weiß, da ist eine drin, aber kein Plan, wie ich da rankomme, Mann. Hast du Münzen? Es muss hier noch irgendwo Münzen geben. Hier ist ja noch eine irgendwo. Aber wo? Junge, 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 soll das... Jemand soll mal das Game verstehen hier. So, hier hatten wir eine heftige Verfolgungsjagd. Komm schon, irgendwo ein Münzenring. Als ob das der einzige Münzen... Münzenring weit und breit ist. Kannst du hier raus oder eher nicht so? Ich bin stuck, Bro. Ich war stuck, Bro. Wie komme ich wieder aus dem Wasser? Ah, okay, so funktioniert es also. Ich verstehe. Ich habe eine Kiste gesehen. Kann man die zerschmettern? Mit so einem richtig schönen... Nee. Genau. Ah! Geil! Eine Münze findet man hier. Wow! Da freut man sich doch, oder? Ist das ein Level? Nein, aber eine blaue Münze, die wir mitnehmen können. Digga, wir entdecken jetzt erstmal die Overworld so ein bisschen. Cool. Okay, ja, Rild. Ach, Digga, das wollte ich nicht. Es ist so ein Krampf, ne? Nochmal, Dankeschön. Ich will hier rüber. Oder ich will es zumindest probieren. 7 Münzen, 3 Münzen. Freunde, ist es gerade spannend, wie ich Münzen suche. Ich hoffe, ja. Ja, we made it. Was ist das für ein Häuschen? Muss man den Fußball reinschießen? Ich glaube, ja. Irgendwas Balliges. Hm. Okay, ich verstehe. Was ist hier so drin? Einfach nur Wasser. Alter, es kann doch nicht... Bro, ich rege mich tierisch auf. Es muss hier noch irgendwo 3 Münzen rumschimmeln. Digga, 3 vercrackte Münzen. Mehr möchte ich doch gar nicht. Gibt's hier keinen zweiten Sternring weiter? Ach, das ist ein Level. Ah. Ja, bevor ich in dieses Level reingehe, will ich erstmal diese dreckigen Münzen kaufen. Ich schwimme jetzt irgendwo hin. Ist mir so egal. Ey, hast du bei dir Münzen, bitte? Oder kannst du mir 3 leihen? Ey, ich zahle auch Zinsen. Was sind eigentlich diese... Was bedeuten diese Bodenplatten hier? Was bedeutet das? Das sind unterirdische Gänge. Hier kann man doch Münzen reinpacken, oder? Wenn man keine Münze... Ja! Wuhu! Jetzt bin ich fröhlich. So, jetzt rege ich mich nicht mehr auf. Digga, hier sind sogar richtig viele Münzen. Junge, Junge, Junge. Wir haben ja von den Jackpot erhascht. Gibt's... Hallo? Gibt's hier vielleicht sogar noch irgendwas Krasseres als nur Münzen? Ist ja auch irgendwo ein Ausgang? Frag für ein Schulprojekt an der Stelle. Ah, bingo. Aha. Ich glaube...
So kommt man wahrscheinlich sogar da rein, ne? Alter, es gibt ja so viel zu entdecken. Was ist das für eine geile interaktive Overworld? Hä? Ist ja ultra nice. Okay, also wir können mal diese ganzen Untergründe irgendwann entdecken, ne? Okay, let's go. Sehr schön. Okay, dann haben wir 10 Münzen. Sogar 21. Vielleicht können wir sogar 2 kaufen, Kappa. Je nachdem, wie das Angebot heute steht, ne? Damit wir zumindest 3 Insignien heute gesammelt haben, ne? So, yep, genau. 10 Münzen. Was ist das? Keine 10 Münzen? Ich hab doch 10 Münzen. Oder meint er 10 blaue Münzen? Freunde der Sonne, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Danke fürs Zusehen. Abonniert den Umlautmann. Danke an die Elite Umlaut Generalmember Basti the Dark Empire, Zalbis Games, Maria, Melli, Klein Dampier. Danke an alle. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.